and gentlemen! Ladies and gentlemen! Ich freue mich, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Eine Ausstellung von Lenny van Asten, die T-Shirts von Daniela Meloni und das kaputte Zeug von ihr. Und willkommen! Gibt es Kunst überhaupt? Man nimmt ja alles für gesetzt. Gibt es Kunst überhaupt? Im größeren Sinne nicht. Nehmen wir diesen Tisch hier. Ein Tisch ist ein Konzept, das auf der Konvention beruht, eine gestützte, waagerecht liegende Platte als Tisch zu begreifen. Haben wir uns alle darauf geeinigt. Damit aber auch im universellen Sinne ein Tisch wäre, müsste eine auf dem Tisch landende Fliege ihn auch als Tisch begreifen. Tut's aber nicht. Doofe Fliege. Oder doofer Mensch, der denkt, das ist ein Tisch. Und genauso ist die Kunst. Kunst ist ein menschlich initiiertes Konzept, eine Idee, geboren aus der Reflexion der Weltaneignung. Wir wollen uns die Welt aneignen. So fing die Kunst auch an. In der Höhle. Aber zurück zum Tisch. Wenn wir diesen Tisch nehmen und wir legen ihn quer, soll ich mal machen. Hier ist der Meer runter. Dann ist das immer noch ein Tisch, aber nicht mehr als Tisch nutzbar. Und worauf will ich hinaus? Genauso ist das mit der Kunst. Kunst ist die Welt auf die Seite gelegt, damit wir neue Blickwinkel kriegen. Wir, die wir alle hier versammelt sind, denken jetzt, Kunst gibt alles. Die großen Namen von Beuys, Picasso, Monet, Manet, das ist nur die Moderne. Die ganze Renaissance. Kunst hat nur vier Phasen durchlebt. Vier. Oh, 50.000 Jahre haben wir schon Kunst. Die vier großen Phasen der Kunst. Die erste Phase, ich muss mal hier durchpassen. Die scheiß Engländer stehen immer nur im Weg. Die erste Phase, damals, vor 50.000 Jahren. Der Mensch, der sich selbst begreift. Und kaum, dass er sich selbst ein Bewusstsein entwickelt hat, sich selbst begreift, steht im Konflikt mit der Umwelt. Er nimmt sich im Kontrast zur Umwelt. Eignet sich die Umwelt an, pinselt die auf Petroglyphen oder an die Höhlenwand und reflektiert über sich und die Welt und über diesen Kontrast, die Kluft, die es gibt. Da die Welt, hier ich, das Individuum. Phase 2, da springen wir mal locker 40.000 Jahre. Ich bin Künstler, ich darf das. Tizian! Vergesst alle anderen Maler vor Tizian! Denkt auch nicht an das Tizianrot, da, das ist schön. Tizian war anders als seine Zeitgenossen wie Tintoretto oder Da Vinci, der völlig überschätzt ist. Ja, darf ich sagen. Der fing nämlich an, Bilder nicht für Auftraggeber oder für Betrachter zu malen, sondern nur für dich selbst. Deswegen hatte der auch so wenig Erfolg damals. Und damit hat er etwas Großartiges gemacht. Die Kunst wurde durch Tizian, durch ihren Schöpfer, autark. Und musste sich nicht mehr angucken lassen wie eine Prostituierte in der Hornstraße. Der Betrachter war gar nicht mehr vonnöten, nur der Schöpfer. Also insofern, Tizian, was für ein Sprung. Wir wollen, oder das Bild muss gar nicht mehr betrachtet werden. Und damit sagte das Gemälde, weißt du was, Betrachter? Du bist mir egal. Aber sowas von, ich existiere unabhängig von dir. Was für ein neues Niveau, finde ich großartig. Dann, dritte Phase, wir überspringen mal wieder locker, 500, 600 Jahre, Marcel Duchamp mit seinen Ready-Mades. Ihr alle kennt dieses Urinal, das er einfach ausgestellt hat, ein seriell, industriell hergestelltes Urinal, ab in die Aufstellung. Und er sagt, das ist Kunst. Was für ein Diktum. Kunst per Deklination. Kunst ist das, wenn man es draufschreibt.
schöner Professor aus Berlin-Potsdam, der hat überall Aufkleber immer bei sich dabei und schreibt, das ist keine Kunst. Und da das auch auf Kunstwerke passt, finde ich super. Nur Kunst per Deklination, was in Anbetracht dessen, was ich gerade über Tizian gesagt habe, natürlich absurd ist, bescheuert, ein Witz. Und genauso war es auch gemeint. Es gibt zu wenig Witz in der Kunst. Und wenn es Witz gibt, dann ist er oft so albern. Ein Dilemma. Phase 4, und dann kommen wir zu den Bildern von Nelly. Ah, bin mal gespannt. Was das Phase 4. Die abstrakte Kunst, nicht zu verwechseln mit Abstraktion. Abstrahieren tun wir alles. Wir abstrahieren Gesichter. Ne? Jeder Smiley, die zwei Augen, Mund. Wir sehen ja in alles Gesichter, wir abstrahieren. Aber, das ist genau wie bei Tizian. Im Abstrakten ist die Kunst ein zweites Mal komplett befreit worden und ist nicht mehr dazu verdammt, etwas darstellen und abbilden zu müssen, was es in der realen Welt und in der Natur gibt. Wow! Gab schon in den 40er, 50er Jahren eine Forderung, ab jetzt darf nur noch abstrakt gemalt werden. Was gar nicht so falsch gedacht war. Mit der abstrakten Kunst ist nämlich ein Endpunkt erreicht. Die Kunst ist absolut nicht mehr im Zwang, irgendetwas zeigen zu müssen, was uns begreifbar ist. Das ist die totale Befreiung. Was danach kam, waren dann nur noch Varianten, irgendwelche Aufbrüche bestehender Stile, Umdeutungen, Konzepte. Gähn. Also nichts Neues mehr. Fazit? Also Phase 5. Da alles, was wir kennen, zyklisch ist, und ihr Frauen kennt das, alle 4 Wochen blutet ihr. Wo mein Opa immer gesagt hat, vertraue niemandem, vertraue keinem Ding, das 5 Tage am Stück blutet, aber nicht stirbt. Alles ist zyklisch. Und wenn wir doch mit der abstrakten Kunst, oder jetzt, das merken wir doch alle, die Kunst ist am Ende einer Bewegung. Und wenn es zyklisch ist, dann müssen wir doch wieder von vorn anfangen. Und zwar now. Jetzt müssen wir uns wieder besinnen. Bemalen wir wieder unsere Wände. Wohnen wir wieder in Höhlen. Ich wohne ja schon, ich liebe den Uterus, den ich bewohne, sondern eine Art aus Atelier, Wohnung. Es ist sehr düster. Der größte Raum hat überhaupt kein Fenster. Ich liebe das. Und dann male ich unter den Bedingungen manchmal mit Kerzen, wie früher in den Höhlen gemalt wurde, mit Fakt. Aber fangen wir an. Na, Fazit. Ihr sollt ja alle hier was lernen, oder? Es gibt keine Kunst, es gibt nur die Idee davon, dass Irrlichtern, dem Menschen wäre es möglich, etwas zu erschaffen, was der unbeseelten, unbehausten Natur nicht möglich ist. Etwas Größeres also, als es die Welt ist. Und so etwas nennt man Hybris, Überheblichkeit. Und Hybris, 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 finde ich geil. Aber, und darüber muss man sich im Klaren sein, Kunst kommt im Universum nicht vor. Wenn wir weg sind, wenn die Menschen weg sind, gibt es keine Kunst. So schön, dass auch Bilder aus dem Universum sind. Es gibt keine Kunst. Und jetzt kauft sie. Danke.